Lesung aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit sprach Jesus: Ich bin der gute Hirt. Der gute Hirt gibt sein Leben für seine Schafe. Der bezahlte Knecht aber, der nicht Hirt ist und dem die Schafe nicht gehören, lässt die Schafe im Stich und flieht, wenn er den Wolf kommen sieht. Und der Wolf reißt sie und jagt sie auseinander. Er flieht, weil er nur ein bezahlter Knecht ist und ihm die Schafe nicht, an den Schafen nichts liegt. Ich bin der gute Hirt. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben hin für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich führen. Und sie werden auf meine Stimme hören. Dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, um es wieder zu nehmen. Niemand entreißt es mir, sondern ich gebe es aus freiem Willen hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ich habe mir so die Frage gestellt, eigentlich komisch, warum uns die Kirche immer wieder an diesem Berufungssonntag dieses Evangelium vorstellt. Wir kennen es alle. Wir wissen, was drin steht. Gibt es überhaupt noch etwas Neues darin? Ist es nicht schon so, dass wir jedes Wort, fast jeden Satz kennen? Und was soll man noch damit? Irgendwo habe ich so für mich das Gefühl gehabt, es ist alles in unserem Kopf. Im Kopf wissen wir alles, was wir tun sollen, aber kann es auch ein Stück runterrutschen ins Herz hinein? Was ist ein guter Hirt? Warum nennt sich Jesus, ich bin der gute Hirt? Steht aber gleich hinten dran. Ich gebe mein Leben für die Meinen. Niemand kann mir mein Leben nehmen. Ich habe es von meinem Vater. Wie sehe ich einen guten Hirten und was ist für mich ein guter Hirt? Wenn ich ein guter Hirt sein soll, müsste ich in die Fußstapfen Jesu hineingehen. Müsste ich mein Leben seinem angleichen. Das würde von mir enorm viel verlangen. Ich müsste manches von mir aufgeben.
Ich dürfte nicht mehr nur auf mich schauen. Ich müsste immer wieder auf die anderen schauen. Was brauchen die anderen? Bin ich für sie ganz da? Kann ich mein Leben ganz so in die Hände Gottes legen? Jesus hat mit seinem Leben ein Beispiel gegeben. Ein guter Hirt gibt sein Leben für die Seinen. Hirte sein heißt für mich, für andere leben, für andere arbeiten, für andere leiden. Vielleicht haben wir am heutigen Tag so manche Minuten frei, wo wir für jede für sich überdenken kann, was ist für mich gute Hirtin zu sein.